Herzlich willkommen zum Fazit zu Company of Heroes. Ja, ich möchte schauen, dass wir die Eckpunkte da wieder abarbeiten, damit wir dann auch schnell zur Zusammenfassung kommen und da natürlich auch frei alles nochmal herausreden und was ich da alles erlebt habe. Ja, ich würde sagen, Material. Der erste Punkt, der wirklich Hammer ist, ja, absoluter Hammer, dieses Spiel hat, glaube ich, neben Too Many Bones die beste Produktionsqualität, die ich je gehabt habe. Denn wer konnte es damals wissen, dass die wirklich so eine geile Qualität raushauen? Ja, also ich kann nur immer wieder davon schwärmen. Die Inserts sind toll. Ja, die Miniaturen, schwere ABS-Kunststoffminiaturen, wo sich auch die Türme drehen und bewegen lassen, sehr detailliert dargestellt. Auch die kleinen Miniaturen, die sind sehr schwer. Durch diesen schweren Kunststoff fühlen sich die auch sehr hochwertig an. Also wow. Was man da abgeliefert hat, vor allem die Trays hier, die sind ja wirklich super gemacht. Ja, seht euch das mal an. Das ist alles auf engstem Raum hier wunderbar, wunderschön verstaut. Ja, die Soldaten, die fallen leider rum, aber während des Spiels kann man sich die schön aufstellen oder vorher, damit man die richtig schön rauspicken kann. Aber Leute, so ein Tray ist richtig schwer, ja. Und ich bin froh, dass man da nicht oder dass ich da nicht extrem viel Geld ausgegeben habe, um mir die Metallminiaturen zu holen, ja, weil das macht absolut keinen Sinn. Also die Qualität dieser Dinger hier ist echt der Hammer und siehst du so selten in einem Brettspiel, dass ein Panzer mit so einem geilen Kunststoff geliefert werden. Ist echt super. Also da mal Hut ab und vor allem, man staunt immer wieder, ja, wenn man hier die Russen zum Beispiel auch in die Hand nimmt. Ach, so ein fetter Russenpanzer. Das ist schon mal echt nice. Und es wird ja, wenn Oberkommando West sind, dann auch noch richtig fette Panzer drin. Und ja, vom Kunststoff her, die Qualität einfach 1A und die Trays sind auch super. Die Gebäude sehen top aus. Ja, wir gehen natürlich davon aus, dass ihr hier, ja, ihr wisst ja, die Kickstarter-Version seht. Ja, da gibt es eben auch diese 3D-Gebäude dazu aus Kunststoff, die man öffnen kann. Ja, also das auch nicht nervt mit den Öffnen, alles wieder schön verschließbar, ihr seht schon, das hält, fällt nicht runter. Also alles wurde da wirklich mit so viel Liebe gemacht und so hochqualitativ produziert, das ist einfach Hammer. Dann, man sollte auch noch erklären, dass man hier wirklich extrem geile Playerboards bekommen hat, Double Layered Kunststoff, ihr seht, das glänzt auch hinten. Ja, das verzieht sich nicht wie manche Double Layer Boards, ja, wenn es feucht wird, das bleibt immer gleich, fühlt sich toll an. Super geil das Ding. Ja, dann das nächste. Man hat hier alles im Leinenfinish, komplett alles. Ja, die großen Spielpläne, die es gibt, alles im Leinenfinish. Super. Dann habt ihr gravierte Würfel. Ja, noch und nöcher. So viele Würfel da drin. Unglaublich gut. Ja, sehr viele Cubes zum Anzeigen. Dann hier auch. Ich kann da nur immer wieder schwärmen, ja, weil es einfach geil ist. So ein schönes Tray, in dem ihr wirklich extrem viel verstauen könnt. Und das macht ja auch Sinn. Ja? Hier die zwei Sanduhren Platz, die Bases für die Miniaturen. Da hat man nicht viel Luft und hat sich wirklich was dabei gedacht. Also das ist schon Hammer, wenn man sowas bekommt. Und ja, gibt es da beim Material im Großen und Ganzen also wirklich absolut top-notch, da kann man nichts sagen. Trotzdem ist das auch ein kleiner Kritikpunkt in diesem Spiel, den ich habe, weil man muss ja auch was kritisieren und definitiv, so schön es auch ist, aber der Spielplan ist schon extrem groß. Ja, also ich habe jetzt nicht unbedingt einen kleinen Tisch, aber wenn du das dann spielen willst auf einer mittleren Map, ja, dann brauchst du schon extrem viel Platz und musst schauen, wo du das Ganze dann unterbringst, damit du nichts vom Tisch stoßen kannst. Und so. Also da wird schon sehr knapp. Ihr habt es auch vielleicht in der Regelerklärung gesehen, dass es nicht einfach ist, alles hier im Spielfeld in der Kamera zu fassen. Ja, das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau. Ja, Spielplatz ist ja nicht immer unbedingt ein Negativpunkt, aber trotzdem, wenn ihr euch das kauft, dann solltet ihr auch ausreichend Platz haben. Ja, also ein Campingtisch braucht ihr da nicht anrücken, das wird nicht funktionieren. Ja, dann bei der Anleitung, da muss ich echt sagen, die deutsche Anleitung ist
nicht schlecht. Ja, die Übersetzung ist echt gar nicht schlecht in dem Ding, aber man hat ja alles zusammengeklebt, quasi auf ein Sammelsurium an Werken. Ja, alle Regeln, was es in diesem Spiel gibt, ja, Oberkommando, West, Advanced Rules, alles hat man hier zusammengepackt. Und wenn du nachschlagen willst, dann ist das ein bisschen nervig. Ja, du musst dann zu viel blättern. Da ist die englische Regel dann schon ein bisschen leichter Hand zu haben, ja, weil die sind noch getrennt, Advanced Rules und Basic Rules. Das heißt, wenn ihr das Spiel dann drauf habt und wisst ihr ungefähr genau, in welchen sich die Regeln befinden, wo ich jetzt suchen muss, aber hier müsst ihr dann zusätzlich eben auch noch blättern. Ja, da muss man sich vielleicht so Seitenclips reinmachen oder so, dann wäre es ein bisschen einfacher. Aber ja, Anleitung generell ist nicht schlecht, aber trotzdem hätte man einiges an Verbesserung machen können, weil an der Struktur vielleicht noch ein bisschen arbeiten, dass man manche Themen nicht aufsplittet und doch an derselben Seite noch abhandelt. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn du Advanced Rules mit Basic Rules zu trennen versuchst, wobei ich euch empfehle, spielt es gleich mit den Advanced Rules, denn sonst wird man ein bisschen verwirrt. Ja, das ist irgendwie immer das Problem, wenn man so abgespeckte Regeln bekommt, wo sehr vieles nicht vorhanden ist, das dann dazu kommt, dann wird man verwirrt. Und ich würde, das führt dann immer dazu, dass es sich auch auf die Regel auswirkt. Manche Sachen wurden dann ein bisschen so erklärt, dass dann doch Fragen auftauchen. Aber man muss schon sagen, das Spiel ist ja im Kern echt nicht kompliziert. Ja. Aber man hätte dann der Struktur noch was machen können. Was definitiv fehlt, ja, das ist ein großer Kritikpunkt im Prinzip, Übersichtssheets. Vielleicht mache ich mir das selber noch welche. Ja, also sowas, wie man hier hinten drauf hat, nur noch detaillierter. Ihr seht hier zwar die Symbole, die hier drauf sind, aber was bringt es mir, wenn ich weiß, wenn hier die Symbole sind, was machen die denn? Ja, da hat man zwar natürlich einen Index hinten zum Nachsehen, der ist nicht schlecht, könnte man noch ein bisschen besser machen, aber für den Wiedereinstieg, sage ich mal, hast du es länger nicht auf den Tisch. Einfach so zwei DIN A4 Sheets machen, wo das Wichtigste abgedruckt ist. Ja, die wichtigsten Regeln für Infanteristen. Ja, ich habe auch in der Spielerklärung nicht erklärt, dass sich quasi Mörsertrupps ja nicht auf die Gebäude setzen können. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die man in kleinen Übersichtssheets machen kann, wo der Wiedereinstieg dann viel einfacher ist, weil das Spiel eigentlich eh sehr gestreamlined daherkommt, aber trotzdem du sehr viele Möglichkeiten hast. Also ja, ich hoffe, bei 1.5 schafft man es, wie in vielen anderen Spielen auch, sehr schöne Sheets zu machen, wo wirklich das Wichtigste kurz zusammengefasst ist. Dann lernt ihr das Spiel auch viel einfacher und müsst nicht so viel nachschlagen. Ja, also ja, das wäre mein Kritikpunkt. Das könnte man definitiv verbessern, wenn man den neuen Kickstarter macht. Aber ja, die Übersetzung ist nicht schlecht geworden. Trotzdem finde ich die englische Variante schon fast noch ein bisschen besser. So, also Material war sehr umfangreich jetzt doch irgendwie geworden, aber ich bin da auch in Schwärmen abgeraten, weil das einfach, ja, wenn du das auspackst, das ist ja top, das ist absolut Hammer, dir geht einfach das Herz auf. Ja, dann Spielanzahl, ich habe es bis jetzt natürlich nur zu zweit gespielt. Ich glaube, das ist auch so die präferierte oder die bevorzugte Zahl, wie man das Spiel spielen sollte. Koop dürfte auch sehr gut funktionieren. Ja, da spielen halt 2 gegen 2. Das ist natürlich sicher mega lustig, da bin ich ja hundertprozentig sicher. Ja, also es ist einfach so wie ein 1 gegen 1, nur ja, 2 gegen 2. Also es ist sicher voll geil. Jeder gegen jeden. Dazu gibt es noch nicht so viele Erfahrungen, was ich auch online gelesen habe und so weiter. Da wird auch in Zukunft noch einiges an Regeln gemacht werden, damit auch so ein ja, jeder gegen jeden sehr gut funktionieren kann. Ich glaube, aktuell ist es nur empfehlenswert, wenn ihr das im Koop-Modus spielt. Aber wenn man will, ja, kann man das schon versuchen, dass man das mal zu viert gegeneinander spielt. Müsst ihr einfach mal testen. Aber ansonsten, ja, Solo habe ich auch getestet, ist ein super Solo-Spiel, hätte man nicht gedacht. Ja, das ist ja so ein Unsicherheitsfaktor. Klar, wenn so ein Solo-Ding immer als Modul daherkommt, ist man sich ja beim Kickstarter nie klar, funktioniert das? Ja, ist nur ein Beiwerk. Hier hat man echt
nicht nur irgendwelche paar Karten eingefügt, sondern sehr viele Scheibchen, die Einheiten simulieren. Man hat sich bei der Mechanik auch Gedanken gemacht, ja, wie gibt der CP aus und so weiter. Natürlich habt ihr immer den Stressfaktor, dass ihr gegen die Zeit spielt. Ja, das muss man fast so machen. Man braucht irgendeinen Trigger, der das Spiel beendet. Das heißt, ja, es wäre noch Potenzial da, dass man da vielleicht noch selber auch, dass der Bot selber auch noch Siegpunkte machen kann. Vielleicht kommt da in Zukunft noch was. Ja, der Bot sammelt ja keine Siegpunkte. Aber an und für sich das Spiel, wenn man mit dem Material hantieren will, das Spiel spielen will, kann ich die Solo-Expansion nur wärmstens empfehlen. Ihr werdet sehr viel Spaß damit haben. Mir hat es auch extrem gut gefallen, auch wenn da im Video ein paar Fehler drin waren noch. Aber ja, mega geiles Ding. Und ich empfehle euch die Errata. Bitte guckt auf der Homepage von Bad Crow nach und holt euch die Errata-Ausdrucks, vor allem von den Solo-AI-Karten. Das muss ich auch noch nachholen. Da wurde bei zwei blauen Karten auch noch ein bisschen was nachgebessert. Ja, also Solo kann ich es auch sehr, sehr, sehr empfehlen. Ihr habt halt dann immer den Zeitfaktor als Spiel. Ja, aber das kann man verkraften, weil das Spiel einfach die Mechanik und mit diesem Spiel zu arbeiten, das ist richtig schön. Und es wird trotzdem nicht langweilig, auch wenn ihr immer den gleichen Modus habt, im Prinzip nur mit anderen Schwierigkeitsgrad. Also ja, auch Solo sehr, sehr cool geworden. Ja, dann kommen wir zur Spieldauer. Ja, so eine Partie dauert schon mal 2,5 Stunden, kann man schon mal sagen. Also ist schon nicht in einer Stunde abgefrühstückt, ganz und gar nicht. Vor allem, weil das Spiel auch sehr strategisch ist. Ja, und man da wirklich sich ganz gut überlegen muss, wo platziere ich den Panzer, damit er in ein paar Runden quasi strategisch gut positioniert werden kann. Und wie bewege ich denn dann mit meinen Kommandopunkten, wo dann auch die Taktik natürlich ins Spiel kommt, ja, dass ihr jede Runde drei Phasen habt, in die ihr diese drei Kommandopunkte ausgeben müsst. Und das kann die Spieldauer schon erhöhen, weil das auch ja, sehr grübelig wird dann. Und wir haben das nicht als negativ empfunden, weil es extrem spannend war. Also wir hatten da wirklich sehr viele Situationen, wo es dann immer darauf angekommen ist, boah, ey, wenn der da noch einen Cube ausgibt und da runter geht, ja, was mache ich dann, was mache ich dann? Das heißt, während der Gegner überlegt hat, was macht er, habe ich schon gefiebert, hoffentlich macht er das nicht, weil dann muss ich das machen. Also die Zeit vergeht wie im Flug, definitiv, wenn man das Spiel mag und die Regeln gut drauf hat, fällt einem die Spielzeit nicht auf. Ja. Also ihr solltet dann schon 2 bis 2,5 Stunden pro Partie einrechnen bei einer mittleren Map. Ja, bei den ganz kleinen Maps seid ihr auch in, ja, Stunde, eineinhalb sicher auch durch, wenn das Ganze dann flüssig geht. Aber ansonsten, ja, sehr schönes Spiel da, die wirklich zu dem Spiel auch passt, finde ich. Dann Thematik, ja, ultra geil. Also ich muss echt sagen, wenn man es jetzt auf das Videospiel ummünzt, ja, wenn ihr jetzt sagt, hat es das Videospiel gut portiert, muss ich sagen, perfekt. Für mich wahrscheinlich, oder für mich, ich würde schon fast sagen, es ist wirklich die beste Videospielumsetzung, die ich bis jetzt jemals gespielt habe auf dem Spieltisch, weil das ist, wenn du da mal zwei Runden spielst, weißt du schon genau, oder drei Runden, du weißt genau, das ist Company of Heroes. Ja, du hast echt das Gefühl. Und dazu erzähle ich dann in der Zusammenfassung noch ein bisschen mehr, möchte ich da noch was sagen. Aber wie gesagt, auch mechanisch gesehen macht das alles absolut Sinn. Ja, du musst die MGs mit deinen Kommandopunkten auf- und abbauen, die Mörser genauso. Die Panzer muss man aufpassen, wie sie sich drehen. Vorne sind ja Panzer, wie wir alle wissen, immer stärker gepanzert. Das heißt, ihr müsst auch CPs richtig ausgeben, um Panzer zu drehen, ja, wenn ihr sie nicht bewegen wollt. Das ist irre. Also da ist so viel Strategie und Taktik drin, das ist einfach geil. Und da denkt man sich auch, ja, systematisch extrem gut. Vor allem die Sichtweite, das ist gut geregelt. Ja. Jede Einheit, das ist sehr, sehr gestreamlined, hat zwei Sichtweite, okay. Aber hat jemand dann drei oder vier Reichweite in Form des Mörsers, der trotzdem nur zwei Sichtweite hat, braucht er jemand anderen, der in Reichweite 4 dann die Einheit quasi für ihn spottet?
Ja, das heißt, er kann zwar vier schießen, wird aber einen Glücksschuss machen, vom Thema her, wenn man es real sieht. Ja, das heißt, du schießt ja nicht einfach auf gut Glück. Du brauchst jemanden, der sagt, da steht wer. Ja, dann kannst du auch deine vier Reichweite ausnutzen. Und das ist thematisch ultra geil. Ja, weil das ist einfach so. Ist auch in echt so und kommt auch beim Spiel gut rüber. Das ist super. Auch das mit den Gebäuden, mit dem Deckungswert und dass die zerstört werden, alle Einheiten sterben, wenn sie sich in Gebäuden finden. Klar, das ist super. Das mit den Ressourcenpunkten natürlich im Endeffekt, ja, ist natürlich in echter nicht so gelöst. Aber wenn man es aufs Videospiel portiert, ja, das Videospiel würde wirklich perfekt eingefangen. Den Basenbau kannst du natürlich nicht eins zu eins so ins Detail machen. Ich glaube, das wird das Spiel extrem hinauszögern. Da hat man sich beschränkt, dass man drei Karten hat, also drei Stufen für die Basis. Finde ich sehr schön gelöst. Du bist ja immer am Hadern, wo gebe ich meine Ressourcen aus? Und ja, Thematik würde ich eine 10 von 10 vergeben, weil die Mechaniken dazu passen und wenn man es aufs Videospiel portiert, auch extrem geil umgesetzt. Ja, also wirklich top. So, Preis-Leistung, hier muss ich kurz aufs Handy gucken, denn ich habe leider nicht den All-In-Pledge. Ich habe das damals eigentlich gar nicht gepledged. Ich war in den Late-Pledge drin und ich habe das nachgesehen. Also das sinnvolle All-In-Pledge war damals bei ungefähr 235 Dollar. Das sind 200 Euro. Ja, ich habe es bereut, dass ich den nicht genommen habe. Ich habe fast alles, aber eben nicht alles. Und der All-In-Pledge macht das Sinn, weil das Ganze ja natürlich dann auch günstiger ist, als wenn du es einzeln nimmst. Ja. Von daher 200 Euro für einen All-In-Pledge, den ich bei meinem Freund Mike gesehen habe, ist absolut in Ordnung. Also ist echt ein Megapreis für so wahnsinnig viel Zeug, das du hier bekommst, das auch qualitativ in jeder Box extrem, extrem gut geworden ist. Ja. Alleine schon das Material ist das Geld mehr als wert. Und es ist definitiv so ein Spiel, dass du locker wieder fast ums Doppelte jetzt weiterverkaufen kannst. Ja. Also wirklich, das ist 200 Euro, finde ich echt absolut ein perverser Preis für das geile Spiel. Und noch dazu, wenn man es jetzt vom Materialwert sieht, ja, ist es so ein grandioses Game geworden, dass der Wiederspielwert ja auch noch unendlich groß ist, wenn einem das gefällt. Also von daher, ja, wenn du es auf die Leistung beziehst, auch absolut wertig das Game. Und von daher, ja, 200 Euro für den All-In-Pledge, da habe ich mich echt in den Arsch gebissen. Also da sind wir dann auch schon bei der Zusammenfassung, wieso habe ich den All-In nicht? Ja, das lag einfach daran, weil du dir damals, ich hatte auch andere Kickstarter-Projekte und du denkst, ja, boah, Company of Heroes, das ist schon geil. Und es waren viele Leute auch, die dann gesagt haben, ja, wird das Spiel gut oder wird es nicht gut? Ja, es ist ja auch nicht wenig Geld im Endeffekt. Und dann, das ist ja das bei Kickstarter, du, wie das finale Produkt dann, wenn es vor dir liegt, wie es aussieht, wie es sich wirklich spielt, ja, auch wenn du es vielleicht über Tabletop-Simulator schon testen kannst und so weiter. Erst wenn es auf dem Tisch liegt, bin ich der Meinung, kannst du richtig deine Meinung dazu abgeben zu dem Spiel. Und ich war da echt sehr unsicher. Ich habe mir die Let's Plays angesehen und Leute, das mit den Kommandopunkten kommt erst richtig geil rüber, wenn man das selber mal fühlt. Ja. Und dann habe ich mal so ein Update gelesen. Ja, es hat relativ lange gedauert, das Ganze zu produzieren und so weiter. Ja, jetzt ist der Late Pledge offen. Dann haben sie schon Unboxings vorgezeigt, die Firma selber, wie qualitativ geil das Ganze geworden ist. Und ab dem Punkt haben sie mich dann auch überzeugt. Und dann bin ich halt in den Late Pledge in den Late Pledge rein. Und da hätte ich das Ganze nochmal um den Preis bekommen. Ja, also auch wie andere von euch vielleicht den All-In Pledge. Und trotzdem war ich noch nicht sicher genug, wollte auch noch Geld sparen und habe mir dann eben den Fast All-In geholt. Ja. Also mir fehlen dann die paar kleineren Commander-Packs und vor allem, was mir weh tut, die Kirche fehlt mir. Ja, die ist so geil. Es gibt da eine Map, da steht nur die Kirche und es gibt eigentlich, ich glaube, nur zwei Eroberungspunkte. Oder du kannst es auch spielen, dass nur in der Kirche der Eroberungspunkt ist, wenn du willst. Ja. Und dann ist der beinharte Kampf um diese Kirche wird da einbrennen. Also das ist mega. Und ich habe dieses Gebäude nicht. Das geht mir echt am Arsch. Und ja, das werde ich mir dann im 1.5 holen. Solche Sachen habe ich dann weggelassen. Und
Ja, das ist eben so die Geschichte. Ich bin also quasi nicht von Anfang an dabei, sondern erst im Late Pledge reingegangen. Und daher habe ich mir auch nicht alles ausgesucht. Also bereue ich den All-In zutiefst. So, nichtsdestotrotz, es wird ja ein zweiter Kickstarter kommen, 1.5. Wann genau gibt es das Datum noch nicht? Ich schätze Ende des Jahres und ich hoffe, dass da natürlich erratiert wird sehr viel und ho ich hoffe, dass es da natürlich auch Upgrade-Karten geben wird, beziehungsweise Upgrade-Packs. Und dann werde ich mir den Rest dazu auch holen. Ganz, ganz klarer Fall. Ja, jetzt wisst ihr auch die Geschichte zwischen mir und Company of Heroes. Ja, also da war ich selber auch mal vorsichtig, aber dass du dann so etwas Edles auf den Tisch serviert bekommst, das ist natürlich dann schon geil. Ja. Und ihr habt meine vorigen Punkte schon gehört. Ich habe Kritik, nicht viel an dem Spiel auszusetzen, weil es mir einfach extrem gut gefällt. Ja. Das meiste ist im Prinzip nur Jammern auf hohem Niveau am Material, Übersichtssheets, ja, hätte ich mir gewünscht und noch eine bisschen besser strukturierte Anleitung. Das sind die Kritikpunkte. So, zu den positiven Sachen nochmal. Also, das Spiel ist auch sehr einstiegsfreundlich. Ja. Ich bin zwar nicht unbedingt immer der Freund davon, alles abgespeckt zu lernen, weil sich das dann später verwirrt, aber trotzdem, auch wenn du es mit Advanced Rules spielst, das Spiel ist sehr zugänglich. Also im Vergleich zu anderen Wargames, zum Beispiel G&D-Spiele, bist du erst mal ein paar Tage am Lernen. Hier lernst du das Spiel in einer halben Stunde. Ja, also du liest dir die Anleitung durch, hast es grob verstanden, setzt dich hin und kannst zocken. Und das ist wichtig. Vor allem, weil es sehr gestreamlined ist, das Spiel, und trotzdem sehr anspruchsvoll. Und das ist eine Kunst, finde ich, ja. Also alle Einheiten haben hier zwei Sichtweite, ohne Ausnahme. Alle haben zwei Sichtweite, wenn doch mehr, ist es abgedruckt. Ja, das ist so im Kopf, du brauchst nicht mehr nachschlagen oder nachschauen. Ha, wie viel Sichtweite hat der? Zwei, vier, drei. Klar, kannst du es durch Upgrade vielleicht erhöhen, ganz klar. Aber trotzdem, erstmal die Basics sind klar. Dann das Movement. Also Anfang denkst du dir es ein bisschen abstrakt, ja, du nimmst dieselben Kommandopunkte her für den Panzer und für die Einheiten, aber es ist dann doch so eine geile Mechanik, dass du jede Runde drei Cubes hast, die du auf deine ganzen Einheiten verteilen musst. Und irgendwann kommt dann der Punkt, dass du so viel machen willst und dir fehlt immer ein oder zwei Cubes, um den perfekten Zug zu machen und denkst dir dann, ah, ja, es ist immer genauso. Wo gebe ich die drei jetzt am besten hin, die letzten drei Cubes? Oder ich lasse sie verfallen und passe meinen Gegner ab. Dann habe ich drei Cubes ausgelassen. Vielleicht habe ich mich gerade nicht so gestört. Aber du kannst quasi die Aktionen verfallen lassen und sieh mir mal an, was der Gegner in dieser Phase macht. Ja, und in der nächsten Phase gebe ich dann meine drei letzten aus dafür. Das hat so dieses Pokern, ja, das heißt, dieses Abwarten, das gegenseitige Taktieren, das ist super mit diesem System. Und ja, also, obwohl du im Prinzip wirklich einfache Regeln hast, kommt sein tiefes Spielgefühl heraus. Und ja, klar, wenn du es jetzt mit Combat Commander vergleichst, da hast du viel, viel mehr Regeln, viel mehr Möglichkeiten, ja, ganz anderes Spiel im Prinzip. Ja, ganz anderes Spiel kann man nicht sagen, ist ja auch Hexfeld, Movement und so weiter, aber du hast noch einen viel größeren Umfang, ja, aber trotzdem den gleichen Spielspaß, ja, also Company of Heroes ist so ein Spiel, das lernst du einem an einen Abend und du kannst dann sofort losspielen, ja, das geht natürlich bei Combat Commander zum Beispiel nicht, ja, da muss man schon wirklich sehr gut Englisch können und auch bereit sein, wirklich extrem viel Input aufzunehmen. Das hat den Vorteil, dass Company of Heroes, also den Vorteil hat Company of Heroes, dass du es wirklich jeden leicht lernen kannst. Und ja, aufgrund der, obwohl es so einfach ist, ja, sagen wir mal so, bietet es dann doch sehr viele Möglichkeiten. Ja, also dieses Pinnen zum Beispiel, da musst du aufpassen. Du kannst dich ja dann auch zurückziehen, habe ich ja auch nicht erklärt. Wie gesagt, habe nicht alle Regeln erklärt, aber du hast dann wirklich sehr viele Möglichkeiten und das macht das Spiel dann auch wieder sehr tief. Und ich würde sagen, aufgrund dessen, weil es einfach so ein geiles Spielgefühl erzeugt. Ich habe es jetzt die ganze Woche gespielt, ja, habe jetzt fünf Partien drauf und es ist so ein Game,
Wenn dich jemand fragt, ja, willst du jetzt nochmal spielen? Ja, kein Problem, ich habe Bock drauf. Obwohl ich jetzt schon das die ganze Woche auf dem Tisch habe. Es ist einfach geil, ja. Und dann kannst du mit deinen Einheiten quasi noch, ohne dass du es bezahlst, sondern nur mit den Aktionspunkten Sandsäcke, Panzersperren, Stacheldraht aufbauen. Das ist auch so einfach gemacht. Da will ich auch noch was dazu so sagen. Ja, das Schadensmodell, das wäre mir noch wichtig, dass ich nicht vergesse. Schadensmodell, super. Ja, das ist eine gelungene Mischung aus Taktik und Glück. Ja, genau so kann man es bezeichnen. Denn einerseits weißt du genau, diesen Würfel an Schaden wird die Einheit bekommen. Der kann sich gar nicht da helfen, ja, weil die Tabellen da so einfach gemacht sind. Du hast es so schnell im Gefühl, dass man hier schaut, ja, wer bekommt Schaden und wo bekomme ich dann ein Schild dafür. Ja, und du weißt schon genau, den Schaden nimmt der, kann sich gar nicht helfen. So. Und andererseits weißt du aber dann, ja, mit High Explosive Schaden bekommt man jetzt mit der Errata natürlich wieder Verteidigungswürfel oder man bekommt Verteidigungswürfel durch Deckung, in der man steht oder natürlich auch im Haus, wenn du drin bist oder bei Schilder darfst du neu würfeln, ja, kannst die Schadenswürfel. Also es ist eine gelungene Mischung aus, ich weiß, was kommt und ich weiß, was nicht kommt. Also das ist geil, habe ich so noch nie gespielt. Ja? Also in den meisten Spielen ist es so, dass du eigentlich deine Sch nur auswürfelst oder mit irgendeiner Karte abhandelst oder so. Ja? Aber dass du so eine Mischung hast zwischen sicher und unsicher, das ist genial. Ja? Und alles in allem bleibt mir da nichts anderes übrig, weil das Spiel ja auch noch immer, seht euch mal die Boardgame Geek Wertung an, ist immer noch über 9. Das Spiel also weit über 9 und es kommt so gut an, es ist überall ausverkauft und das ist ja nicht ohne Grund der Fall. Ja. Und ich kann es absolut verstehen und weil ich auch finde, dass das die beste Videospielumsetzung ist, die bei mir bis jetzt auf den Tisch gelandet ist oder die ich gespielt habe, ich kann es nicht anders sagen, ja. Dark Souls in aller Ehren, das wurde quasi von Videoportierung jetzt von Company of Heroes komplett abgelöst. Hat sich das Spiel eine Auszeichnung verdient und darum bekommt das Spiel von mir die oder den Hot Die Award in Gold natürlich. Ja, Goldauszeichnung, ganz klar. Ihr habt die neue Animation gesehen. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Ich werde da jetzt eben, wie gesagt, eine neue Animation einbauen. Die dürfte euch gefallen. Und eins sei noch gesagt, mir ist es klar, Zweiter Weltkrieg. Das sieht man nicht bei jedem YouTuber, ist auch nicht für jeden das Thema, das ja, gefragt ist, aber für mich ist es halt auch so ein Thema, auch wenn es im Prinzip eine harte, traurige Zeit war. Man will da auch nicht mitmachen, ja, aber über ein Spiel sich dann in diese Zeit zu versetzen, das ist dann irgendwie immer ein Erlebnis. Ja, und das muss dann auch immer gut auf den Tisch gebracht werden, sonst ist es auch nicht schön. Ja, und Company of Heroes. Du fühlst dich halt da wirklich wie auf dem Feld, wie in dem Game. Du kämpfst gegen die Panzer, ja, gegen die anderen Feinde und du wirst schon in das Thema allein durch die Panzer und durch die, also durch die Materialqualität und durch das Artwork. Das ist so Hammer und du wirst einfach 1945 versetzt und das ist eben was, so einen Krieg im Prinzip, also ein Drama mitzuerleben. Das ist halt ein Erlebnis und darum spielt man auch solche Spiele und darum mag ich auch gut umgesetzte WW2-Spiele, definitiv. Ist noch nur so eine persönliche Anmerkung von mir. Es gibt auch noch den Ersten Weltkrieg. Ja, der zum Beispiel ist wieder nicht so mein Thema, weil Erster Weltkrieg, ich finde, die Panzer waren da noch nicht so schön. Ja, und die Ausrüstung, wie das, die ganze Optik und so, das Flair. Ja, Erster Weltkrieg ist vom Thema her vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als Zweiter Weltkrieg. Ja, das Kaiserreich und so, das war schon cool. Aber ja, diese modernere Kriegsführung ist da schon eher mein Ding. Und daher, ja, Thema ist nicht für jeden was, aber wenn man das mag, du bekommst hier wirklich abseits von den komplexen GMT-Games wirklich eines der besten Strategie-WW2-Spiele. Finde ich bis jetzt, ja, und thematisch wucht. Und von daher verdient die Auszeichnung für Company of Heroes, kann ich nicht anders sagen. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt das Spiel haben wollt, ja, es wird wahrscheinlich zu teuren Preisen verkauft werden und
Ich hoffe, dass sie auch irgendwie an eines rankommt. Ja, manchmal sieht man ein paar Angebote, aber da müsst ihr dann gut überlegen, ob ihr das investiert oder ob ihr einfach noch wartet auf den neuen Kickstarter. Ja, also tut es mir leid, wenn ich jetzt ein paar von euch angefixt habe, aber so ist das nun mal. Kann ich leider nichts dran ändern. Ja, und das war's zu Company of Heroes. Ich werde auch im Wochenrecap vielleicht noch eine Kleinigkeit darüber sagen, natürlich. Und ein mega geiles Spiel. Ich hoffe, es hat das Fazit hat euch gefallen und vielleicht habt ihr dann für den nächsten Kickstarter jetzt eine gute Kaufentscheidung. Ich denke, dass aufgrund des Erfolgs des Spiels der nächste Kickstarter noch mehr durch die Decke gehen wird. Und wenn die Firma nochmal so eine Qualität abliefert, dann wird es echt der Hammer. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ja, die Box ist ja mega schwer, ja, muss man auch sagen. Die ist wirklich extrem schwer und es ist schwierig. Sie hätten vielleicht die Verpackung besser machen können, ja, weil bei vielen Spielern die Box beschädigt angekommen ist. Auch bei meinem Freund Mike, der hatte so eine fette Delle drin und die Firma schon gesagt hat, sie haben nicht die Kapazität, sie können keine Ersatzboxen schicken. Tapet das irgendwie. Ja, es war schräg, dass die Firma sagt, er repariert das, aber immerhin auch ziemlich ehrlich. Und da wünsche ich mir für den nächsten Kickstarter, dass es ein bisschen besser verpackt wird. Denn die Box mit den ganzen Minis und so, die ist so schwer, der hat echt einige Kilos. Und da hoffe ich, dass das dann ein bisschen in einer besseren Qualität ausgeliefert wird. Ja, und das war es jetzt endgültig. Lasst mir ein Abo da, einen Kommentar natürlich gern, was denkt ihr über das Spiel. Und bis zum nächsten Mal. Aus dem Board Gamer. Ciao.